Hier ist der Angelus. Moin moin, willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich bin im Konpeki Plaza. Wir müssen flüchten. Der Arasaka-Oberboss wurde von seinem eigenen Sohn getötet. Und jetzt wird das wahrscheinlich uns angehängt. Wir können hier eine schwere Waffe mitnehmen, aber nö. Ich habe die Pumpgun gerade. Zugangscode noch gefunden in der letzten Folge. Danke für den Daumen nach oben im letzten Video von euch. Freut mich, wenn es euch auch gefallen hat. Und das ist auch echt spannend hier, ey. So, aber wir können jetzt mit dem Zugangschip hier endlich den Fahrstuhl benutzen. Und somit geht es heute weiter in Folge 20 von Cyberpunk. Und auch ihr seid hier wieder 20 Folgen dabei, unterstützt das Projekt, schaltet jeden Tag ein. Das ist sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen Dank. Kommt schon, auch wenn das wieder sehr ein spezielleres Spiel ist und auch wieder nicht jeden Geschmack trifft, gibt es trotzdem noch genug Leute, die hier gerne täglich einschalten, auch bei dem Projekt. Keine Zeit, komm schon! Konferenzsäle oder? Ach nee, wir müssen in die Lobby, ne? Wir sind in den Konferenzsälen. Die ganze Lobby wird doch total dicht gestellt sein. Was ist denn? Saburo Arasaka. Der ist tot. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Okay, spar mal deine Kräfte. Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chilli, wir überleben das. 150 war der Typ. Erzähl das T-Bug. Erzähl das Bug. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Wie, die ist tot? Nein. Lass das nicht an mir aus. Kannst nicht ändern. Nein, die ist nicht tot. Die wurde doch gehackt. Die war doch nicht mal vor Ort, oder? Haben sie die gebraten im Netzwerk? Ich will nicht, dass T-Bug tot ist. Geht zur Lobby. Wir sind da. Oh, oh. Ich sag doch, ey. Die Lobby ist voll. Ich brauch T-Bug doch noch. Wir können hier noch was benutzen. Verlinken wir uns mal schnell. Aber bleib in Deckung. Okay, Data Mining, ey. Ich wollte hier irgendwie Geschütze, irgendwas aktivieren oder so. Data Mining 3. Das ist eine 55. Hier oben kann ich keine 55 starten. Wir können den 1C hier nehmen. Dann hier vielleicht den einer der 9er. Oder die 55. Ich nehme mal das. So, jetzt sind wir hier. Jetzt nehme ich die 55. Dann den B. Den BD. Und dann diese 55. Habe ich immerhin die Stufe 3. Ja, ja, ja. Lokales Netzwerk. Überwachungssystem. Ausschalten. Ich hätte auch mal Remote übernehmen können. Na, ah, damit ich nicht sehen kann, wie viel da sind. So, jetzt habe ich nur die Pumpgun, ey, für den Nahkampf. Ja, ja, ich verstecke mich. Nein, hinter dir. Bleib liegen. So. Zum Glück fallen die immer einmal kurz auf die Fresse, wenn die Pumpgun ordentlich Druck macht. Konzentration, du bist witzig. Oh, da sind zwei. Komm, der muss weg. Kann er nicht mal in den Nahkampf kommen hier? Das muss weg. Ja. Kann das nicht wegschlagen hier. Gott, die Reichweite ist ja nicht vorhanden, ey. Für die wäre eine Granate ganz geil, ey. Habe leider keine mehr. Hast mich nicht getroffen. Feuerstöße geben. Jetzt ist es schon wieder leer. Ja. Einmal heilen. Kamikaze!
Geht doch. Der hat noch gezuckt. Nein, ein Mac. Oh Gott, mit meinen Dreckswaffen, ey. Hätte ich mir doch mal die schwere MG mitgeben sollen von den anderen Typen. Okay. Ja, was mache ich jetzt gegen den? Hier liegen noch ein paar Waffen rum. Granate. Kann ich den hacken? Irgendwas machen? Ich kann seine Optik neu starten, dann kann ich mit der Pumpgun ran, ne? Oh, das dauert aber lange. Komm schon! Und er ist blind! Geht doch! Eine Waffe weg! Okay, weg, Deckung. Wir müssen noch mal, einmal die... Hinter Deckung. Nochmal die Optik neu starten und dann die andere Waffe wegschießen. Dafür ist die Pumpgun echt gut geeignet. Ah, kacke. Ich habe keine Speicher. Aber meine Speicher regenerieren sich. Ich stelle in 60 Sekunden 8 Stück wieder her. Das habe ich geskillt. Ich muss nur warten. Ich habe genug Schuss in meiner Pumpgun. Immer noch nicht. 2 von 7. Na gut, eine Minute dauert lange. Breach-Protokoll kostet 0, aber damit kann ich ihn nicht... Eisbrecher, Geschütz-Shutdown. Geschütz-Shutdown? Kann ich sein Geschütz shutdownen? Wie sich das anhört. 1C? Nee, hier nicht. Hier 1C und dann hier auf die 55. Das mache ich. 1C... 1C oder BD. So, dann habe ich den Geschütz-Shutdown. Und jetzt noch das 1C. Oh, habe ich beide. Eisbrecher auch noch. Breach-Protokoll, 6 Punkte. Das war aber nicht sein Geschütz, ne? Wo war denn hier noch ein Geschütz? Ach, komm schon. Ah, ich habe jetzt 3 Speicher. Ach, alle Minute wird einer wiederhergestellt? Das dauert aber ein bisschen lange. Komm, ich heile mich jetzt einmal. Ich muss es riskieren, ey. Jawohl. Achtung, hier sind Kameras. Hier ist auch ein dicker Mac, falls du das noch nicht gesehen hast. Er kann halt nichts mehr machen. Guck mal, er steht jetzt rum und guckt mich blöd an und denkt sich so, Mist, hätte ich jetzt eine Waffe. Weiß auch, wie ich mich fühle. Weil ich hier mit den Kackausrüstung spielen muss. Den habe ich schon gelootet. Aber hier sind noch grüne Sachen. Hallo? Hallo? Es ist in der Wand. Oh mein Gott. Toll, das kriege ich nicht. Wir töten den Mac aber trotzdem noch. Dann kann ich aus denen Schaltkreise sammeln. Keine Chance. Explodiert er? Explodiert er? Nein? Ha, Komponente. Guck mal, legendäre Komponente kriege ich aus denen schon raus. So. Mit den Optik-Neustart war das aber auch eine coole Idee. Geht's hier in die Garage? Parkebene. Geh mal in Deckung, falls einer aus dem Fahrstuhl rauskommt, oder? Fahrstuhl. Jetzt los! Komm rein! Wir müssen auch gleich mal zum Arzt mit ihm hier, ey. Empfang? Ich will in die Parkebene. Ja, dahin. Hoffentlich ist unser Taxi noch da. Ich hab ein Leck. Ja, du hast ein Leck, du blutest. Wenn es blutet, kann man es töten. Er geht nicht, auf den Boden, sofort! Nemo. Mit wem redet der? Gute Frage. Hä? Dringend keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Unser Taxi! Komm zum Auto, der hat Verteidigungsanlagen. Einsteigen. Delamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Delamain vergessen Sie nicht. Wenn du nicht gleich losfährst, fahr jetzt gleich dort. Ja, fahr. Ach,
Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings naja. Werden wir verfolgt. Oh nein. Modus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Blockade? Das ist Adam Smasher. Das ist dieser fette Bodyguard-Typ. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Ja. Überlass das mir. Ja, mit einer Pumpgun. Was soll ich denn jetzt mit der Knarre hier anfangen? Ah, die kommen ein bisschen dichter, das ist ja gut. Ah. Ja, ich lade mal danach. Wobei ja 84 Schaden gar nicht so wenig ist. Der ist weg. Und für den brauche ich nur einen. Jawohl. Ja, ne? Jackie, wir haben es fast geschafft. Scheiße, Jackie. Wir haben es geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Oh ja. Bring uns zu einem Ripper Dog. Bring uns zu einem Ripper Dog. Los! Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Denk an Misty. Du willst sie wiedersehen. Es wird alles gut. Du siehst Misty. Deine Ma. Alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Ach, kommt schon, Jackie, halt durch. Du bist hart im Nehmen. Wir können doch nicht T-Bag und jetzt T-Bug und Jackie verlieren in einer Mission. Oh, fuck. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Entsorgung menschlicher Überreste, jetzt sei mal nicht so herzlos, du blöde Blechmaschine. Gib mir doch eine Minute. Gib mir eine Sekunde, okay? Oh Mann, ey. Können wir den looten? Mr. Wells Überreste, wohin soll ich sie bringen? Nirgendwo. Warte hier auf mich. Bring ihn nach Hause zu seiner Familie. Bring ihn zu Victors Klinik. Wir bringen ihn zu Hause zu seiner Familie, oder? Ich glaube, das hätte er auch gewollt. Er hat sich immer so gut um seine Mama gekümmert. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Jetzt auch noch mit Dex treffen. Wir sehen uns in der Oberliga. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. In Valhalla werden wir uns alle wiedersehen und dann ein Becher Met trinken. Boah, der Wagen brennt aber auch schon ganz gut, ey. Alter, was für eine tragische Wendung das Spiel nimmt in dieser Mission, ey.
Geh ins Zimmer 204. Bin ich beim Afterlife wieder? Nö. Ich bin da. Gott, ey. Ein T-Bug ist auch echt nicht mehr zu retten gewesen. Ein Bericht. Okay. Proteinfarmen in einen Bericht. Proteinfarmen sind im Moment die Hauptquelle für die meisten Fleisch- und Fleischersatzprodukte in Night City. Ja, irgendwo müssen die Leute ja essen, ne? Neonbeleuchtung. Das erwärmt wenigstens etwas die Szenerie. Aber ich hätte also beide hätte man, glaube ich, nicht retten können. Ich meine, T-Bug ist gestorben, als wir mitten in dem Apartment waren und da lief noch alles nach Plan. Ohne dass was schiefgelaufen wäre. Hotel 24 Stunden. BD-Check. Oh, hier sind schon Nachrichten über Saburo. Da. Ah, das ist die alte. Also der war 150 Jahre alt, ne, der Saburo, ey. Ach ja, stimmt, hier wollten wir uns treffen im Notel Motel. Dieser Name. Notel Motel. Niemand weiß, dass du hier bist. Hier soll ich zahlen? Nein, ich bin eingeladen. Wow, geiler Gang. Also stimmungsvoll können sie, ne? Wie das alles aussieht. Da freue ich mich schon, wenn ich das auf der PlayStation 5 mit der besseren Version, die dann nächstes Jahr erscheint, ohne Termin natürlich, wahrscheinlich erst Ende des Jahres oder so, dauert bestimmt noch richtig lange, das dann nochmal noch schöner zu spielen. Und ich finde das hier schon schön. Lass mich rein. Er wartet. Ja, ja. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Meine? Und Jaxter? Ist er im Auto? Genau, und er ist tot. Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Mhm. Und der Relic? Hab ihn nicht. Hab ihn hier. Ich hab den nicht. Hab ihn nicht. Mal eine gute Nachricht. Was? Gute Nachricht? Saburo Arasaka tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet. Ich? Seine Majestät. Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot. Du hast uns dort auch reingeritten. Du hast uns doch in die Scheiße geritten. Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent. Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen. Das waren wir nicht. Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben. Ja. Ich sag doch, die hängen uns das jetzt an. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Ach, wirklich? Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Ich soll hier bei dir baden? Da hast du wahrscheinlich irgendwelche Kameras oder so installiert, oder? Soll ich hier in die Dusche gehen? Ja. Dann gucken die zu. Ich gehe ins Badezimmer. Heute. Ach Gott, ey. Ich habe ihn belogen. Ich habe gesagt, ich habe den Chip nicht. Er ist in meinem Kopf. Ich zahle Premium. Aber er hat darauf komischerweise ganz gut reagiert. Heilungsmittel. Biomüll. Ich traue dem Dex nicht, wenn er uns jetzt in den Rücken fällt. Alter, sehen wir aus.
Puh. Spiegel einschlagen. Erstmal sauber machen. Jetzt können wir den einschlagen. Ist ja nicht unser. Alles klar. Ja, ich hab's geahnt. Ich dachte schon, er kommt von hinten, wenn wir noch im Waschbecken sind. Ich hab's geahnt. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das Ruhmreich. Bring dich um! Ruhmreich draufgehen können andere. Alter! Der hat echt geschossen. Cyberpunk 2077. Damit haben wir den Prolog zu Ende gespielt. Oder das Spiel ist zu Ende und wir sind tot. Intermezzo? Love Like Fire. Geh auf die Bühne. Okay. The Hammer, 20. August 2023? Die Liebenden. 2023, das ist doch das Jahr, wo der Arasaka-Komplex angegriffen wurde, ne? Der hat doch dann diese Konzernkriege beendet. Habe ich drüber gelesen. Ein Groupie. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. Oh. So siehst du nicht aus. Die Stimme. Die Stimme erkenne ich. Du kannst nicht rauf. Auf die Bühne nicht? Ich muss aber, die erwarten mich. Cool bleiben. Jawohl. Habt ihr gesehen im Spiegelbild? Ich gehe nochmal zurück. Ah, ist der Spiegel aus. Wir sind Keanu Reeves. Wir sind Johnny Silverhand. In seiner Zeit, 2023. Natürlich total zugedröhnt. Der Rockstar. Moin. Man erwartet mich. Ich bin, glaube ich, der Haupteck des Abends. Boah, wie sich die Leute jubelnd nicht bewegen. Die stehen wie Zombies da vorne, ey. Hey, heute Nacht. Verabschiede ich mich von euch allen. Sein letzter Auftritt. Okay. Geld, da gibt's keinen Spaß. Okay. Noch mehr Groupies? Ich vergeude euer Leben. Ihr vergeudet euer Leben, okay. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Tja, Groupies halt, ne? Das ist die Lebensaufgabe von denen. Rockstars hinterherjagen. Ist das da draußen ein Hubschrauber? Das ist ja mal überraschend, wie das jetzt hier noch verläuft, ey. Ich will aber wissen, was mit wie ist. Johnny, warte! Hä?
Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Sprich mit Carrie. Ich bin nicht wie du. Ich gebe nie auf. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Ja. Redest du, dass ich aufgebe? Nie. Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Du kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Du bist spät. Wo ist das Rogue? Ist das nicht diese berühmte Fixerin? Der gehört doch das Afterlife, oder? Was soll der Scheiß? Ja. Du bist wütend? Mach mich nicht an. Hey! Hätte ich gar nicht mehr an. Hey. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Aber 2077 ist sie doch grauhaarig gewesen, weil sie da viel, viel älter ist als jetzt, ne? Hier ist sie noch jung. Silverhand? Hey, scheitern! Bring uns in die Luft! Scheitern? Hier, setz das auf! Und danke. Nimm es nicht ab, klar? Nö. Okay. Love like fire läuft, da steht da oben noch rechts. The Hammer. Johnny hat 2023 das Arasaka-Gebäude angegriffen. Der große Anschlag. Damit ist er abgetreten. Vor seinem Tod. Warte, bis der Hubschrauber landet. Krass, dass wir nochmal die Vergangenheit sehen. Auch wenn die Sicht schlecht ist. Schieß mal einer. Ich kann leider nichts machen. Da ist das Dunkel hier drin. Wow! Rogue in Deckung! Ich übernehme. Ja, gib mir das Ding. Jawoll! Jetzt habe ich ein Maschinengewehr! Hohoho! Hält der aus? Oder ist das Kaliber zu klein? Na? Ich glaube, das Dach ist sauber. Das ist die Nuklearbombe. Ladung in den Fahrstuhl, scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Link mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken.
Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Er hat einfach keinen Bock mehr auf große Konzerne. Er wollte, dass sich was ändert. Alter! Ich hab hier ein 2300 Schaden? Johnny ist einfach mal voll OP, ey. Ein Headshot reicht. Einheiten am Boden! Bleib in Deckung! Das waren zwei hintereinander oder ineinander? Murphy? Sie suchte mit Fingerhüten, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung! Ladung, ja, ja. Ich hab noch eine Ladung. Bombe Bushido platzieren. Zwei. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Der Demolitron. Los, weg! Bin raus. Was für ein Sprengradius hat denn das Ding? Die Kabel vom... Ich kann nicht schießen. Doch jetzt. Schmeiß die Motoren an, wir sind gleich da. Wieder hoch. Was, ich muss was erledigen? Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Oh. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. 4 Minuten? Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich liebe dich, super. Spider. So wie der Rest der Welt. Okay. Leute. Es war, was alles passiert? Was ist das für eine Episode, ey? Also für Episode 20, so ein 10er-Schritt, ist das natürlich die passende Episode, oder? Wir haben gerade mal das Prolog von der Hauptgeschichte sozusagen abgeschlossen, die ganze Sache mit dem Relic-Ship zu klauen. Dann hat uns Dex niedergeschossen, wir haben T-Bug und auch noch Jackie verloren. Und jetzt sind wir hier in der Vergangenheitssequenz mit Johnny unterwegs. Und das ist ganz schön krass. Er hat also das Arasaka-Gebäude mit der Nuke gesprengt, 2023. Der große Terroranschlag, der auch die Konzernkriege und sowas dann, ja, komplett... Nee, die waren ja vorher schon zu Ende, ne? Die Badlands und sowas waren ja auch schon da, glaube ich. Ach, es ist heftig. Puh, da sieht man mal, was das Spiel storytechnisch dann zu bieten hat, wenn es mal richtig aufdreht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wir machen in der nächsten Folge weiter, Folge 21 dann. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Wenn es hier noch weitergeht mit Johnny. Ciao.